Ja, moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Kolosseum. Im letzten Part haben wir Areal 9 des Duellwerks abgeschlossen. Denke ich mir, gut, ich habe mich vertan. Das maximale Level ist in Areal 10 65 und unsere Pokémon sind auf Level 61 bis 60. Und da passt es doch von Level eigentlich ganz gut, da kann man das auch direkt zeigen. Und ja, würde ich sagen, fangen wir doch mal mit Plattform 91 an. Bravo, Kleiner. Du hast es bis Areal 10 geschafft. Gut, dann werde ich Wakusi jetzt dein Gegner sein. Wakusi? Ich frage mich immer noch, wer sich diesen Namen ausgedacht hat. Aber egal. Geowatz und Relikant. Gegen Relikant ist Elektro Doppelschwäche. Und Geowatz hat eine Vierfach-Wasserschwäche. Das bedeutet Surfer und hier machen wir einen Donner auf Relikant. Geowatz direkt schon tot. Finde ich super. Der Relikant kann es nicht so viel anhaben. Aber Suicune erreicht es auch endlich Level 61 dadurch. Spiegelcave. So, nochmal Spiegelcave. Ja, doch Windstoß bringt nicht so viel. Das Spiegelcave doch eine Runde besser. Bedeutet, Zykun hat noch eine weitere Attacke gelernt. Vielleicht gar nicht so schlecht ist. Gut, dann haben wir hier Noctuska. Noctuska hat eine Eisschwäche. Und wer kann eine Eisattacke? Genau, Zykun. Das heißt, hier bin ich mit meinem Team tatsächlich ohne irgendwas umzustellen vom Part tatsächlich sehr gut dabei. Genauso mit Sandama, was auch eine Eisschwäche hat. Eistrahl und ich glaube Donner bewirkt nicht viel. Was für Kühl ist super in den Kampf. Durch die Eis. Ja, heilige Scheiße. Ja, hat keine Wirkung, war klar. Aber ich hätte es auf Noctuska machen sollen, wenn der Noctuska jetzt down gewesen. Natürlich, Egelsamen. Habe ich erst gesehen, dass ich den Satz schon gesagt habe. Dass wir von ausgewiesen ist. Aber ist doch wurscht. Da Eisstrahl und Donner. Ich glaube sogar, dass dann damals sogar eine vierfach Eisschwäche hat. Ne, auch nur eine zweifach. Naja. Kann man nichts machen, ne? Ich würde jetzt, glaube ich, schon sagen, dass wir ihn fast schon besiegt haben. Und, naja, wie gesagt, fast. Und dasselbe Prozedere nochmal. Und besiegt. Okay. Du kämpfst ja wie ein alter Hase. Hase? Kenne ich nicht. Ja. Was nehme ich denn jetzt? Glaube ich, nehme wegen ich glaube, ich mache das mal so.
Wird schon passen jetzt vom von den XP an sich her. Und auf zum nächsten Posten. Wie hast du es bloß hier geschafft, Grünschnabel? Weiter kommst du jedenfalls nicht. Vielleicht schon, doch. Doch, ich denke schon. Das glaube ich sogar ganz stark. So, Eisstrahl auf Golbert und Psychokinese auf Schluckweg. Der hat sich sehr auf Gift spezialisiert, habe ich festgestellt. Jetzt so, will ich jetzt vom ersten Eindruck her sagen, aber Schluckweg down. Ja, definitiv hat sich auf Gift spezialisiert. Das hat nicht so die gewünschte Wirkung gehabt. Ich weiß nicht, wie, ob ich jetzt hier für Areal 10 drei Parts mache oder ob ich jetzt zwei Parts für die ersten neun Plattformen mache und dann nochmal für Plattform 100 eine komplette Folge. Ach du Scheiße, ich bin da zugefügt. Das habe ich total übersehen. Gewollt. So, Golbert wenigstens ist immer down. Und Phantoxa. Ja, die Channel trotzdem. Jawohl. Aber da ich das Phantoxa jetzt draußen ist gerade, würde ich sagen, empfiehlt sich Ampelboss doch sehr stark wieder. Der riecht einfach aus gleich noch das Level ab. So, ich würde nochmal einen Eisstrahl auf den Slimeboss und einen Donner auf den Toxan. Das sollte reichen. So, Slimeboss down. Und ja. Ampharos bekommt Level 62. Hätte Ampharos so schon Donner gelernt. Schade eigentlich, aber ist doch egal. Döner. Ach komm schon. Ein fucking Kaffee übrig. Hab ich keinen Bock drauf. So, Eisstrahl macht das Geld. So. Und Umalia. Fantastischer Kampf. Ja, ja, so gehört sich das halt für mich, ne? Nur noch 8 Posten. Jetzt nicht nervös werden. Warum sollte ich nervös werden? So. Also, Psyana nehmen wir auf jeden Fall mal kurz zurück. Ich würde stattdessen eher nach Tara mal kurz nach vorne holen. Glaube ich zumindest. Und ich glaube sogar auch Tonopto. Einfach mal kurz durchwechseln Bild. Weil ich will hier nicht so ungewiss durchlaufen. Deswegen gucke ich auch die ganze Zeit schon, irgendwie welche Pokémon kommen. Und naja. Genau. Wegen Boing und Kadabra. Weil Boing hat doch eine sehr starke Unlichtschwäche, genauso wie Kadabra auch. Aber es kommen auch noch Pokémon, die. Naja. So, was kann ich denn hier machen? Ich kann Schlammbruch Kadabra machen und Flinte auf Groink.
Lava down. Warum haben die eigentlich nur Kadavers? Gibt's im Salas noch gar nicht? Düsse. Ist jetzt die Frage, gibt's Simsala schon? Ja klar, gibt's Simsala schon seit der ersten Generation, aber warum haben die immer nur Kadabras? Sinnfreiheit so. Wegen Methan habe ich auch hier Nutzung nach vorne gefahren. Wegen Stahltyp und das ist natürlich sehr effektiv. So, und jetzt kommt ein eigentlich immer Pokémon, was aber auch sehr viele Schwächen hat. Unter anderem hat es eine Schwäche, die ich jetzt gerne nutzen würde. Und zwar eine Wasserschwäche. Los, Suicune! Los, Suicune! Jetzt wo ich gerade genau nochmal über Suicune an Suicune gedacht habe, fällt mir gerade nochmal eine Pokémon-Theorie. Es gibt ja in Teak City in Pokémon Gold, Silber, Kristall, Hardgold, Soul Silver. Zwei Zinntürme, einmal den abgebrannten Zinnturm, einmal den Zinnturm, wo oben halt O drauf ist. Und es gibt diese Kimono Girls in Teak City, die haben halt jeder ein Evoli. Und die Theorie besagt quasi, dass ein Flamara, ein Blitzer und ein Aquana in diesem abgebrannten Zinnturm ums Leben gekommen sind. Ho-Oh, denen aber wieder neues Leben geschenkt hat und so halt die drei legendären Raubkatzen entstanden sind, also Entei, Raikou, Suicune. Das würde auf jeden Fall die Typen erklären. Das würden die vier Beine erklären. Aber was würde nicht die Raubkatze erklären? Damit dachte ich wäre stärker als du. Tja, man kann immer nur denken und denken und denken. Aber im Endeffekt, denken tut manchmal auch weh. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal so. Für den nächsten Kampf. Was ich ja doch zum nächsten Posten. So, 94, ich muss ja kurz gucken, wie lange ich aufnehme. Och, 13 Minuten, das passt ja. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Jo. Aber. Was soll ich jetzt nochmal sagen? Und was soll ich gerade noch sagen? Ach genau. Warum ich jetzt Areal 10 mache, ist, damit ich das halt immer gezeigt habe und ich hier trainieren kann. Weil ich habe keine Lust, das hier euch zu vorenthalten, euch vorzuenthalten. Genau. Das war das Wort, was mir gerade nicht einfiel. Denn dann kann ich auch hier trainieren. Wenn ich hier trainieren kann, ist es nochmal deutlich besser, als wenn ich nach Areal 9 trainieren muss, weil nach Areal 9 brauche ich viel länger, um zu trainieren. Oh cool, danke, dass du meine Feuerattacken nochmal stärkst. So, Formeo verwandelt sich in seine Sonnenform oder Feuerform oder... Ich glaube, das ist Formeo, Duo-Typ? Glaube ich normal Feuer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier, friss das und friss das. Danke nochmal für die verstärkende Form.
Dadurch habe ich jetzt Stab und sehr effektiv und ja, halt Umwelteinfluss. Und Tanupto erreicht auch Level 62. Bubbla. Durch Bubella. Jo. Was kann man da machen? Meo weiterhin angreifen. Meteorologe. Ich glaube, die Attacke ist jetzt Funke Feuer. Ja, ist sie. Aber macht Natara nicht so viel aus in seinem Tank? Danke immer noch fürs Flashen der Sonnenlicht. Und Tanupto wirft immer noch mit Flammen nach Pokémon. Kann man machen, muss man aber nicht, aber in dem Fall ist es doch ganz vorteilhaft. So. Natürlich hat es nicht komplett gereicht, super. Leider kann die KI immer noch denken, ich wette jetzt mit euch, dass ich wieder nach Tara erwollt. Ja, zu dem Zeitpunkt des Spiels kann die KI leider denken. Und das wird man in Pokémon XD nochmal extremer merken. Und jetzt erstmal Flammenwurf und Finte. Flammenwurf sollte ausreichen. So, läuft doch. Und Frau Meo down. Tja, man kann halt nicht alles haben, ne? Ein fantastischer Kampf und es bleiben noch 6 Posten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke schön. Mist. Ich darf jetzt gleich nochmal Ampharos wieder verwenden, aber das heißt, dass ich Ampharos dann wahrscheinlich später weniger verwenden werde. Und ja. Mal kurz gucken, ob die noch andere Schwächen haben. Bei den Pokémon weiß ich es nicht gerade nicht genau. Ne, eine Pflanze Elektro alle. Schade. Das heißt, ich werde Ampharos da nach vorne holen müssen. Und ich denke mal, ich werde Psyana als Unterstützung nach vorne holen. Auch Psyana braucht noch ein Level. Und auf geht's. Du hast Areal 10 nur zur Hälfte geschafft. Jetzt darfst du auch nicht leichtsinnig werden. Ja, will ich auch gar nicht. Athlet keine Ahnung. Ich frage mich immer wieder, wie sich den Namen ausgedacht hat. Hier sieht man jetzt, warum ich gesagt habe, ich nehme doch lieber das. So, Donner auf Mantax und erstmal die Psychokinese auf Golping. Und schwupps, Golping hält es recht gut aus, interessanterweise. So. Natürlich Volltreffer, Stab, sehr effektiv wahrscheinlich auch noch. Das wäre geil. So, Alabis. Ach, scheiße. Das Party. Ich wusste nicht sehr viel. Hier, Döner und dann nochmal eine Psycho-Chinesen hinterher. Ja. Wie gesagt, es sind nicht mehr viele Parts übrig, die ich hier brauche. Also jetzt bin ich hier bei Part 48. Ich denke mal hier jetzt noch 2-3 Parts für den Duellberg. Ich denke mal jetzt bei Part 60 wird das Ding schon komplett zu Ende sein. Hoffe ich zumindest. So, und hier nochmal einen Döner hinterher und nochmal einen Psychokinesen. Psychokinese, so. Aber die Psychokinese reicht an sich schon. Das ist doch gut. Das ist wenigstens schon mal hier was besiegt. Ein Trainer auf Anhieb quasi. Das ist einfach nur durch Typen Vor- und Nachteile. Ja, 20 Minuten haben wir gerade erstmal. Ah, jetzt könnte schon, glaube ich, etwas interessanter werden beim nächsten Trainer.
Wunderbar, ein toller Kampf. Dankeschön. Tornado. Libeldra. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Dezent. Merkt man's. Perfekt. Das passt einfach wie Arsch auf Eimer, ja? Oder wie Faust auf Auge, keine Ahnung. Jawoll. Das läuft doch alles. Das nehme ich die Kombo. So. Oh, bis hier hast du es geschafft. Komm, ich brenne auf einen Kampf. Aber sicher doch. Gerne. Buben. Interessant, die Namen alle. Elektroball und Traunfobie. Uhu. Traunfobie hat eine Unlichtschwäche. Und Elektroball hat eine vierfach Bodenschwäche. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Knirscher auf Traunfobie. Oh oh. Ach, komm schon. Gleich. Oh, gut. Oh. Toll. Elektroball, du bist so ein Mongo-Elf. Das ist der Grund, warum ich dich niemals in irgendein Team von mir aufnehmen würde. Unona. Das Erdbeben. Dürfte immer. Auch wenn es nur eine normale Schwäche ist. Knirscher. Der ist sehr effektiv, aber bringt halt auch nicht wirklich so viel hier. Ah, schade, dass ich mich mit Feuerattack angreife gerade. Ich glaube, hier ist halt dezent gut eigentlich. Dann hier nochmal Knirscher hinterher. Earthquake. Und unser Gesicht. Der neunschwänzige Fuchs. Jawohl. So. Und Traumfugel sollte jetzt auch down sein. Und dann bleibt noch ein Pokémon übrig. Und ja. Das Ding hat Feuerboden, hat dementsprechend eine Vierfachschwäche gegen Wasser, aber auch eine Doppelschwäche gegen Boden. Ich würde mal sagen, Erdbeben und ja, schon. Läuft. One hit. Da ich erst kein anderes gegnerisches Pokémon mehr existiert, geht die komplette Stärke von Erdbeben auf das gegnerische Pokémon. Finde ich super. Und wir haben auch ihn jetzt besiegt. So. Alles klar, der nächste hat die Johto-Starter, ein Kapels und einen Ampharos. Da muss ich mir was überlegen. Also, ich denke mal, ich werde mit Suicune und Ampharos anfangen. Ich glaube, du kannst auch noch den allerletzten Gegner besiegen. Ja, klar kann ich das. So, Moment mal, wie lange nehmen wir jetzt auf? Das will ich nur mal kurz gucken. Ja, 25 Minuten, ich würde sagen. Dann beende ich den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Pokémon Colosseum hier in Areal 10 des Duellwerks.